Worauf ich immer im Chat achte. Mhm. Okay, die Mühle ist jetzt nicht schlecht, aber. Sie ist auch nicht wirklich der Knaller. Nee, das wollte ich auch gerade sagen. Mit. Ich hab so gehört, dass sie was gesagt hat, aber ich hörte nur wäh, wäh, wäh. Wäh, wäh. Soll ich in der Mühle als Boden helles Holz nehmen? Wäh. Ja, was? Auf jeden Fall helles Holz. Oh, was ist denn jetzt passiert? Ja, nimm mal hell für den Boden. Es ist irgendwie dunkler geworden hier. Musst du Licht machen. Soll ich hier oben ein Loch reinhauen? Bist du sicher, dass ich das helle nehmen soll? Ja, sieht sehr nice aus. Okay, Milch. Warte, ich komm mal gucken. Aber ich denke, hell sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Ja, auf jeden Fall hell, definitiv. Und ihr habt an meiner Mühle gezweifelt. So. Ja, ich finde, das sieht überhaupt nicht schlecht aus. Ich bin dafür, also ich meine, das ist nur meine persönliche Meinung als Profi. Ich glaube, Olli schuldet uns ein Freudenhaus. Nee, jetzt aber ich würde das oben aus Holz machen und nicht aus das Stein, stimmt. Das sieht kacke aus. Dann ja, mach du das die Mühle ist noch nicht so ganz. Nee, jetzt nimm mal lieber hier für oben, für diese Kuppel hier oben. Nimm mal lieber was anderes und nicht ja, Stein. Nur Holz. So aus. Die Mühle sieht total unrealistisch aus. Die bewegt sich doch noch nicht mal. Also wir müssen da eigentlich. Können wir versuchen, das irgendwie mit Pistons zum Drehen jetzt? Zu bringen. Ja. Wollen wir nachher Inception oder so gucken? Mitten in der Sache. Oh, lass mal Inception gucken. How about no? Hallo Inception, ein Film übers Träumen. Also hau rein. Hallo, der ist eigentlich voll geil. Ja, Inception ist richtig der geil. Der geht mir einfach nur voll lang. Er hat voll aus dem Programm gerissen. Lass mal Inception gucken. Hey Leute. Guck mal, bei Age of Empires kriegen die alleine sowas in 20 Sekunden hin und wir brauchen mal für ein paar Stunden. Leute, müssen wir selbst die gebaut. Ja, ehrlich mal, die kriegen bei Age of Empires hin und wir brauchen dafür eine Stunde. Für eine Mühle. In einer Stunde hätte ich schon längst den Feind bei Age of Empires platt gemacht. Ich werde dich gut, gleich mal ummühlen, Alter. Aber überleg mal, es muss bei Age of Empires nur ein Dorfbewohner überleben und ein Imperium nachzubauen. Hallo? Sieht das aus wie ein... Vielleicht sollte ich da mal... Ah, das hat doch was. Sieht das irgendwie nach irgendwas aus überhaupt? Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Außer noch da oben, das würde ich irgendwie abschneiden oder so. Oder zumindest so ein Weg. Das muss ja. Also da kommt ja noch, muss ja noch irgendwie eine zweite Etage oder so rein. Höchstens. Das ist so dunkel da oben. So sieht das schon viel besser aus. Ja. Oh Gott. Ich versau das nur noch mehr, wenn ich da noch weiter dran rumfusch. Oh. Aber muss zugeben, in den paar Stunden, okay, es sind 2 Stunden inzwischen, haben wir auch nicht was gewuppt, ne? Mehr oder weniger. Also am besten finde ich bis jetzt. Also ganz ehrlich, am besten finde ich bis jetzt die Windmühle. Die was? Die Windmühle. Weil es auch vermutlich das eine der wenigen Gebäude ist, die überhaupt schon stehen. Nein, das ist ein Scherz. Immerhin hat das Ding schon einen Mühlstein. Also ich finde das, ganz ehrlich, ist das nicht ein bisschen zu weit rechts, das Mühlenteil? Also das Windrad da vorne dran. Aber ich finde, das ist irgendwie nice geworden. Das stimmt doch nicht, oder? Das sieht irgendwie ein bisschen zu weit rechts aus. Das täuscht. Ja, das kann auch sein. Moment, das täuscht wirkllich. Optische Täuschung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Das ist vermutlich nur die Sache Moment. Mit dem Rot. Moment. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, doch, ist richtig. Nee, das täuscht wirklich nur. Krass. Okay. So, und jetzt sieht das besser aus. Du hast noch den Steinring da unten gelassen. Jetzt sieht es viel besser aus. Jetzt sieht's ganz passabel aus. Muss man schon sagen. Das sieht aber immer noch nicht so aus wie auf dem Bild. Oh, Mimimi. Lass mich raten, es sieht eckiger aus.
Nein, Mann. Ich soll jetzt noch nicht gehen. Lass uns noch ein bisschen craften. Ich habe jetzt einfach mal einen Screenshot gemacht. Die Mühle zu Babel. Ja, aber so Babel. Klein ist. Und nu? Was kommt als nächstes? Ich warte, Leute. Ich weiß was. Epitränke! So, jetzt ist auch eine Tür dran. Die Mühle ist hiermit abgeschlossen. Nein, ich muss ja noch eine Zwischenetage und so rein. Achso, ja. Das hätten wir mir auch dank. Ich dachte, wir sind hier durch. Toll gemacht. Danke, Olli. Wir können das so lassen. Wie schaut es jetzt eigentlich mit dem Schloss aus? Ist es fertig? Per ist wieder am Trollen. Per ist wieder am Trollen. Was bin ich? Leute, ich nicht trollen. Ich bin wieder aufbeschworen. Leute, Seriosität. Wir machen vermutlich auch nicht mehr so lange für heute. Olli, ich bin hier der magische Meister. Deine Mutter ist der magische Meister. Okay, also, steht ein Skelett unter den Glowstones. Den Perl muss man so beachten, die konnte dich unten rausdrücken. Und Nils auch, also bitte. Ja, aber Nils ist nicht so ein Monstrum. Könntet ihr bitte aufhören? Egal, was jetzt noch für Aussagen kommen. Ich will sie nicht hören. Leute, die Idee mit dem... Wie gesagt, Olli kriegt jetzt reserviert, er macht das Freudenhaus. Die Mühle sieht aber schrecklich aus. Nein, ich finde, die sieht gut aus. Das kann ich nicht bestätigen. Nein, die sieht richtig gut aus, Leute. Ich finde es aber ein bisschen fehlplatziert, weil es genau neben meinem Schloss ist. Genau daneben. Per, ja, hast du jemals Age of Empires gespielt? Ja, das ist ja gerade das, was mir auch an Age of Empires aufgeregt hat. Das ist genau jetzt gerade neben einem Schloss. Das kommt eher so vom Feld hin, so mehr landschaftlicher. Da knallen wir da unten ein paar Felder hin und dann Feuer. Ja, und Leute, wir machen das so, um der... wir haben noch die Idee einer Ausbildungsstätte, einer Kaserne, können wir auch noch machen. Mit dem unserem Wirtshaus, mit dem liebevollen Namen, schwing dein Ding. Das wird Olli bauen. Da will ich sowas von für. Also. Und dann wollen wir in der Kaserne, können wir diese hessische Zielscheiben machen, dann legen wir das baut Olli hier Bögen. Legen wir ein paar Bögen in eine Kiste rein und dann versuchen wir da auf die Zielscheibe zu ballern oder was. Dein Ding. Hier kommt das hin. Genau, und der Geschäftsführer ist Long Dong Silver, ne? Mr. Long. So. Gib mir Level-Ups. Ja. Komm mal her, Olli. Ich bin der Olli, komm mal zu mir. Weiß ich nicht, wo bist denn du? Hier hinten. Ach, hier hinten. Hier hinten beim Hafen, geplanten Hafen. Ach, da. Eine Höhle. Per. Du bist hiermit reserviert, du wirst es bauen. Das Freudenhaus schwingt dein Ding. Mit dem Inhaber Long Long Silver. Oder wie? Was mit Graf Homo? Das passt doch nicht. Graf Homo, bist du im Zapfenstreich? Dann bin ich aber dafür, dass es noch einen Job gibt namens Hartgeld, Leute. Aber derbe. Ich will das nicht bauen. Irgendwas in mir sträubt sich. Ja. Tja, Olli, wir haben gesagt, wenn die Mühle doch noch gut wird, dann ist das so. Ja, ihr habt das gesagt, ich nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich zugestimmt habe. Hast du. Hattest du das so einen Vertrag unterschrieben? So kann ich mit der Kamera nicht arbeiten, wenn ihr mich hier zu spammt. Aber Olli, weißt du, hier ist es ja nicht so, dass wir eine Diktatur hätten, ne? Das nicht? Weißt du, wir sind ja eine Demokratie. Also, wer ist dafür, dass Olli das Freudenhaus baut? Sag jetzt bitte ja. Ich. Verdammt. Ich muss jetzt einmal... Der kennt sich doch immer gut mit Bauen aus. Also, der hat doch hier... Sein fancy Hausbaustil, der passt da doch viel besser. Als mein langweiliger Oldschool Stein und Holz. Olli, du kommst nicht mehr drum rum. Ich hab ein Marshmallow in der
Leute, ey, müsst ihr mal so trollen? Guck mal, jetzt habe ich eine Träne eingesammelt, Junge. Wir sollten irgendwo einen Glaskasten haben, wo ein Gas drin ist. Ohne Scheiß, war wie so ein chinesischen ich Restaurant. Und so ein Tintenfisch, den man sich dann aussuchen kann. Ein Zoo. Genau, gute Idee, ja. Ein Zoo. Genau, mit Skeletten und, und Gas. Nee, eigentlich dachte ich an Obst und Gemüse. Oh, Obst und Gemüse! Hier. Was? You don't say. Siehst du, wir haben sogar aus dem Publikum zwei Stimmen dafür nochmal, als ich, Olli, die sagen, dass du, du weißt schon was, das Freundhaus sollst. Und das mit meinem Baustil? Bitte? Das mit meinem Baustil? Apropos Baustil. Was macht ihr da? Was ist da das steht dafür? Ein Skelett unter unserem Haus. Alter. Ich geb dir eine. Komm, gib mir. Schieß den Pfeil auf mich, wa? Guck dir den an. Voll der Trottel, wa? Schießt auf mich, peilt der Pfeil wieder ab. Echt, wa? <wow. lacht> Wo bist du? Schmeiß ein Gas hey, auf eine dich. Tasse Kaffee. Ja, Mann! Ist aber kein Jägermeister drin, Buffalo. Nein, aber es sieht fast schon so aus wie eine Tasse Kaffee, deshalb wollte ich das so machen. Ja, aber warum eine pinke Tasse? Oh Gott, why? Ist ich das wollte zuerst Anzeichen, was anderes machen, aber dann ist mir aufgefallen, dass das so aussieht wie eine Tasse. Oh ist das jetzt unser Zeichen dafür, dass wir eine Pause machen beim Bauen? Ich würde fast sagen, ja. Kann man so interpretieren. Ich bin eine Runde, lol. Oh Mann, mitten in der Aufnahme. Wer spielt lol? Wenn ihr für eine Pause seid, dann würde ich lol zocken. Ja, ich denke, manche müssen ja morgen früh hoch, andere haben kein Privatleben. Und ich denke, wir machen hier mal einen Schnitt, können dann ja spätestens nächstes Wochenende weitermachen. Und ja, an unsere zwei Zuschauer, die wir hatten, vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf YouTube sollten die Folgen bald raufkommen, wenn ich Olli richtig erpresst habe. Und ja, wünschen dann noch einen schönen Abend. Hoffe, ihr seid dann auch nächstes Wochenende wieder dabei. Ja, du wirst erpresst, ganz ehrlich. So, komm hier, Olli, lauf nach vorne, wir brauchen ein Endbild. Und zwar hier diese schöne Kaffeetasse, die ich hier gemacht habe. Mit uns allen zusammen, kommt, Leute. Ja, ich will jetzt Dampf sein. Ich bin der Dampf. Yay. Okay, warte mal. Und zum Abschied, seid ihr bereit? Warte. Seid ihr bereit? Ja. So, und zum Abschied würde ich sagen, stirb her. Viel Spaß noch, schönen Abend und zum nächsten Mal. Tschüss. Oh nein, sie haben mich getötet. Regie, Buffalo, kickst du uns? Ja, genau, du musst mal rausmachen. Hä? Ah, okay. Hab ich so. Ah, das war lustig, Mann. Ich hasse dich. Ich